Willkommen zurück, Leute, zu Final Fantasy 4, hier mit Cluja, einem Rückblick, einer Rückblende, und ich lese einfach nochmal vor. Cecilia, das hast du wunderbar gemacht. So ein gesunder kleiner Junge. Fürwahr, er ist ein Geschenk der Götter. Theodor. Lass ihn uns Theodor taufen, das bedeutet Geschenk der Götter. Theodor, ein schöner Name. Er wird bestimmt ein gesegnetes Leben haben. Ach, und jetzt spielen wir hier mit ihm? Mit dem Kleinen? Das ist ja interessant. Wie witzig irgendwie. Okay. Was hast du, Theodor? Wo ist Vater? Bestimmt ist er noch draußen. Komm, jetzt leg dich schlafen. Aber er will nicht schlafen. Oder legen wir uns schlafen? Nee, wir gehen mal raus. Da ist Papa. Dein Vater hat uns das Leben wirklich leichter gemacht. Er hat uns die Magie und das Wissen um Luftreisen gegeben. Das ist aber nicht der Papa. Wo ist der Papa? Jetzt können wir hier überall rein. Wenn sich seine Lehre ausbreitet, wird bald irgendein Königreich sie für einen Krieg missbrauchen. So ist eben die Natur des Menschen. Wie jetzt nochmal, wenn sich seine Lehre ausbreitet? Welche Lehre jetzt? Die mit dem Lüften? Wir, die gedankenvoll mit der Magie umgehen, sind die dumm. Ach ja? Wo ist denn mein Papa? Papa! Da ist Papa. Du betrachtest sie schon wieder. Oh, Theodor. Du magst die Monde wirklich, nicht wahr? Oh ja, das tue ich. Wieso? Ich werde es dir erklären, wenn du alt genug bist. Ich bin alt genug. Ich kann auch schon Magie einsetzen. Beherrschst du Vita schon richtig? Das noch nicht, aber... Dann musst du noch viel lernen, oder? Es ist spät. Du solltest zu Bett gehen. Na gut. Ja, tschüss, Papa. Zu spät. Ja, tschüss, ich gehe ins Bett. Mach, was ich will. Ich laufe jetzt hier rum. Mir doch egal. Nee, 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 nee. La, la, la. Magie ist gut, aber zu viele missbrauchen diesen Mann. Was? Kontrolliert? Was einst kontrollierte Jagd war, wurde zu einem bloßen Abschlachten. Okay. Dein Vater hat uns das Leben wirklich... Nein, ja. Okay, okay. Dann gehe ich jetzt nach Hause. Oh nein, Mama! Was hast du, Mutter? Mach dir keine Sorgen, mir fehlt nichts. Aber du bist so bleich, Mutter, weil ich mir so viel Mühe gebe. Was meinst du? Ich muss dafür sorgen, dass es ihm oder ihr gut gehen wird. Wem? Deinem Brüderchen oder Schwesterchen? Bekommen ein Brüderchen oder Schwesterchen? Ja. Hurra, ich werde ein großer Bruder. Das wirst du, aber als solcher solltest du immer ein gutes Beispiel geben. Da musst du jetzt schlafen gehen. Das mache ich. Gute Nacht. Wieso heilt er sie nicht mit Vita? Ein Brüderchen oder Schwesterchen? Cluja. Vater? Es waren die, die gegen seine Lehren sind. Sie haben ihn mit Magie. Cluja hat sich nicht einmal verteidigt. Theodor. Vater, bist du in Ordnung? War ich im Unrecht? Du hast nichts Falsches getan. Es ist nicht deine Schuld, wie andere deine Lehren umsetzen. Ich danke dir, Theodor. Vater! Nein! Bitte reiß dich zusammen, Cecilia. Vita! Vita! Theodor. Nein! Nein! Ein Junge, ich habe einen kleinen Bruder. Bitte, ich will ihn halten. Du musst dich schonen, Cecilia. Bitte.
Es ging ja übrigens schnell mit der Geburt, ne? Mutter? Mutter! Sie wusste, welche Risiken diese Geburt mit sich bringt und danach ließ sie es sich nicht ausreden. Das ist irgendwie traurig. Hasse deinen Bruder. Was? Er ist der Grund für all dein Leiden. Wer ist da? Gebe es ihn nicht, während dein Vater und deine Mutter noch am Leben. Du lügst. Du bist ein giftiges Insekt, geboren aus der toten Hülle eines Drachen. Ich taufe dieses Insekt auf den Namen Golbez. Was, Tom? Was macht der Säugling hier? Was gibt es? Dieses Kind wurde ausgesetzt, Eure Majestät. Das arme Ding. Was habt ihr, Eure Majestät? Cecilia. Eure Majestät? Dieses permanente Schreien vom Baby. Ich habe nur laut gedacht, aber diese Ähnlichkeit... Ähnlichkeit mit jemandem, der wegen meiner Feigheit aus Baron vertrieben wurde. Als unser Vater starb, ließ er mich mit unserer Mutter zurück, die dich noch in ihrem Bauch trug. Die Dorfbewohner, denen Vater die Geheimnisse des Mondes gebracht hatte, umsorgten uns. Doch unsere Mutter war seit jeher schwächlich und hat deine Geburt nicht überlebt. Ich redete mir ein, dass sie noch am Leben wäre, hätte es dich nie gegeben. Ich nahm dich, als du noch ein Säugling warst, und setzte dich im Wald an der Grenze mit Baronen aus. After that, I took to the borderlands, where I could hide from others' eyes. Racked by guilt, ashamed to show my face. I would not think to ask for your forgiveness now, but I am glad that you survived. What better a pawn could Zemus have possibly chosen than this? Where will you go? To put an end to all of this. Zemus is a Lunarian, as am I. I will go with you. Farewell, Cecil. Cecil, is this all right? That man, he means to die. He's your brother. My brother. Your blood. Your only living family. Oh, das ist nicht gut. Cecil! Wir müssen von hier verschwinden. Aber wie? Hier lang. Kane! Kane! Du, wir fallen kein weiteres Mal auf dich herein. Das besprechen wir später. Folgt mir, wenn ihr leben wollt. Schnell! My mind is my own again. I cannot expect forgiveness, but... Forgiveness? It's your fault the giant appeared in the first place! Stop it! Rosa... Golbez broke free as well. That's why you're free. None of this was your fault.
Du bist also Cecil. Und wer bist du? Ich bin Cain, Cain Highwind. Ich bin der Sohn von Richard Highwind, dem Anführer der Dragoner. Sehr erfreut. Glaub ja nicht, mein Freund sein zu können, nur weil dich der König gesondert behandelt. Was hast du gerade gesagt? Du bist also auf Streit aus? Was kann ein verwöhnter Junge wie du mich schon anhaben? Der König verwöhnt mich nicht. Jetzt auch noch Widerworte? Hört auf! Rosa! So war die Stimme etwas zu erwachsen. Männer, Barons kämpfen niemals ohne Grund. Habt ihr etwa die Worte des Königs vergessen? Aber er hat... Dragoner reden sich nicht heraus. Pah, das weiß ich. Ich habe damit angefangen. Du bist sehr ehrlich, nicht wahr? Siehst du, es war nicht meine Schuld. Natürlich nicht. What do you mean? Gobez is... Cecil's older brother. A Lunarian named Zemus was making use of Golbez's Lunarian blood as a means to control him. Golbez and Fusoya went to the moon to put an end to Zemus. Golbez was Cecil's brother? Well, in any case, it would seem I've a debt to repay Zemus too. Huh. And when he takes over your mind again? What then? If that should happen, kill me without a second thought. Then count me in too. I've a couple of blades with this Zemus's name on them. Edge. Let's go. To the moon. But Rosa and Rydia stay behind. This time, there may be no homecoming. Cecil! You can't mean that! Go. Get off the ship. This is work for grown-ups. You just wait for us back here. Fine! Cecil. Don't argue, Cain. Ah, die Männer, die machen das schon hier. Schicken die Frauen einfach mal weg, weil sind ja Frauen. Oder was? Keine Ahnung. Weil ohne Rosa und Rydia würden die hier gar nichts gebacken kriegen. Warte mal, ich will nicht schlafen. Will ich schlafen? Mein lieber Schwan, also was heißt denn mein lieber Schwan? Aber doch, mein lieber Schwan. Voll die coolen, vielen Sequenzen. Okay, ich kann irgendwie nicht ins Menü. Oh, wir haben aber Cain wieder, das ist ja cool. Ja gut, dann schlafen wir einfach mal. Ich weiß nicht, ob das irgendwie hilfreich ist, weil ich glaube, unsere LP und alles ist sowieso regeneriert. Die ganzen coolen Filmsequenzen, die ganze Story, das alles verdichtet sich jetzt. Ich glaube, wir gehen wirklich Richtung Finale. Wir sollen ja jetzt zum Mond. Wir können auch gerade gar nichts anderes machen, wie es scheint. Es ist soweit. Dann gehen wir zum Mond. Und die Mädels bleiben zurück. Wie gesagt, keine Ahnung, was wir ohne die machen sollen. Bisher haben die uns ziemlich viel geholfen, vor allem die Beschwörungszauber. Aber wenn die nicht dabei sind, dann sind die entweder, haben sie sich da jetzt raufgeschlichen. Also sie sind doch dabei. Rosa. Ich wusste es. Ich wollte es gerade sagen. Step aside, Rosa. I'm not going anywhere. Why not? Without me along. Who will heal you when you're hurt? Sag ich doch. Rosa. You can't win this one, Cecil. No use arguing with a woman. Then I'll argue no more. Your help is welcome. Just as we planned. You're here too? This battle is ours as much as anyone. Cecil said so himself. And having some Eidolons along can't hurt, can it? Ja, doch. Rydia. Come, our battle awaits. Und wenn die sterben würden, dann würde Cecil sich aber in den Hintern beißen und mit Schuldgefühlen sterben. Aber so weit wird es nicht kommen. Ja, wo geht's denn jetzt mal hin überhaupt?
Wo geht es denn jetzt hin? Zum Kristall? Vielleicht? Oder wohin? Sollen wir jetzt hier in die Höhle? In den Westen. Dann können wir nach oben. Boah, ich weiß nicht mehr, wohin. Können wir einmal hier irgendwie langfliegen, damit ich weiß, wo lang überhaupt? Sind wir hier einfach aus dem Mond gelandet und... Genau. Flieg doch einfach mal los. Vielleicht sind die auch schon richtig gelandet. Ach, da ist der Kristall. Da sollen wir doch bestimmt hin. Gut, dann gehen wir jetzt zum Kristall. Wenn wir hier direkt daneben geparkt sind, wir haben ja hier direkt geparkt. Das wird schon seine Richtigkeit haben, denke ich mir so. Ach, da kommen wir gar nicht lang. Das ist ja wieder... Und jetzt kommen die wieder. Oh, nee. Och, nö. Sind aber noch alle hier gut dabei. Und Kane ist wieder dabei. Das ist auch cool. Sehr schön. Jetzt sind diese Multiplizierungsdinger weg. Die sind ja sowieso die aller nervigsten. Und was sollen wir bitte ohne Rosa und Rydia? Ich wüsste es auch nicht. Wollte es gerade noch sagen. Wetten, dass die sich da irgendwie aufs Schiff geschlichen haben. Und irgendwie die doch noch überraschen. Und genauso war's. Ich muss durch die Höhle. Glaube ich. Damit wir bei der anderen da rauskommen. Ich versuch's mal. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich laufe jetzt einfach mal hier nochmal durch. Wir müssen zum Kristall und ich kenne den Weg nicht mehr. Natürlich werden wir von hinten angegriffen, wie auch sonst. Glaube ich, werde das Ganze auch beschleunigen mit Rydia, weil ich da gar keine Lust drauf habe jetzt hier. Jetzt direkt nochmal alle durchheilen. Beschwörmer, Eifel. Sehr schön. Dann ist einer schon mal weg, hoffentlich gleich. Oder auch nicht. Hey, Mensch, die stecken aber auch was ein. Komm, Rudy, jetzt reiß mal was. Mit Eifel. Oder Ifrit. Ich sag mal Ifrit, aber viele sagen auch Ifrit. Na, endlich. Gut. Das geht schnell. Schnell und schön. So soll es sein. Ash-Stufe ist auch angestiegen. Wir laufen mal direkt weiter. Wenn das falsch ist, muss ich eben nochmal zurück. Ist das so? So, wo bin ich jetzt? Hier. Ah ja. Natürlich werden wir wieder überrumpelt, wie auch sonst. Mal ein Protis auf alle vielleicht. Und wir beschwören nochmal Eifel. Das hat ganz gut geholfen. Hör doch mal auf mich raufzukloppen, du blödes Ding. Schön, dann sind diese doofen Granaten weg, bleiben nur noch vier von den Quabbeldingern. Und die macht Alfred jetzt platt. Nochmal. Man könnte echt gut auf dem Mond trainieren. Aber es ist auch so furchtbar ätzend mit diesen Dingern. Also es dauert einfach auch so lange. Da hat doch keiner Lust zu, oder? Da stundenlang mit den Dingern hier rumzutrainieren. Das kann ich mir kaum vorstellen. Toll, da geht's auch nicht lang. Dann müssen wir da durch, damit wir da wieder lang können, ne? Ja, okay. Sonst kommen wir hier nicht weg vom Fleck. Und die kriegen wir, glaube ich, sogar auch locker so hin. Wenn ich mich nicht täusche. Danke, Cecil. Er hat Rydia beschützt. Da ist schon mal einer tot.
da ist der nächste tot. Und jetzt fehlt nur noch der letzte und Cecil. Cecil ist so ein toller Beschützer immer. In den blödsten Situationen. Da haut er das noch raus. Schön. Gut gemacht, Cecil. Wir brauchen deinen Beschützerinstinkt. So, da sind wir jetzt draußen. Jetzt kann ich hier auch rüberlatschen. Hier ist der Kristallball. Warte mal, bevor ich jetzt hier hinlaufe, einfach mal. Benutze ich nochmal ein Item. Und zwar eine nette Hütte. Eine Hütte. Weil es so schön ist. Ja, und weil ich schon so lange nicht gespeichert habe, natürlich auch das. Kane ist wieder bei uns, das ist toll. Hier ist der Kristallpalast, sind wir überhaupt richtig hier? Ich weiß es nicht, was glitzert da hinten? Hallo. Was ist hier? Fertigkeit Segen erhalten. Ach, wie schön. Das könnte natürlich von Fusoya sein. Also nehmen wir das doch mal eigentlich am besten für die Rosa, würde ich sagen. Obwohl, wenn jemand anderes es kann, habe ich auch nichts dagegen. Dann vielleicht eher doch der Cecil? Der Cecil kriegt's. Genau. Aber warum kriegt der das jetzt hier? Ich weiß es nicht. Hier ist der Kristallpalast nochmal. Vorhin stiegen Fusoya und Kluyas Sohn in den Kern hinab, aber es ist schon einige Zeit seitdem vergangen. Und sie sind noch nicht wiedergekehrt. Oh. Die Zerstörung des Turms von Babel hat die Barriere zerschlagen, die Zemus im Zaum hielt. Zemus im Zaum. Ihr solltet jetzt in der Lage sein, zu ihm in den Kern vorzudringen. Wir konzentrieren unsere Energien darauf, die dunklen und erbarmungslosen Ströme zu neutralisieren, die von Zemus ausgehen. Okay. Der Kampf zwischen unserem und Zemus Willen generiert enorme Energien. Ist das so? Was? Ihr müsst zum Mondkern vordringen. Dass diese Kristalle immer mit uns reden, ist auch irgendwie gruselig. Wir werden euch den Weg zum Kern weisen. Der Kampf zwischen unserem und Zemus Willen generiert enorme Energien. Das hatten wir, glaube ich, schon. Dann geht's jetzt zum Schwarzen. Zusammen mit Zemus wurden auch mächtige Waffen weggesperrt, die damals eine Bedrohung für die Lunarier darstellten. Okay, aber ja. Gut. Wir werden euch den Weg zum Kern weisen. Monduntergrund, Untergeschoss 1. Das wartet jetzt auf uns hier unten. Und ich bin sehr gespannt, ob wir uns immer mehr dem Finale nähern, jetzt wo wir schon so weit gekommen sind, uns gegen vielleicht Golbis zu stellen, nochmal einen Bosskampf mit ihm fighten. Oh, ich will gar nicht wissen, wie schwer der wird, aber ich bin auch sehr gespannt und freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Also, bis zum nächsten Mal.